da das anscheinend so gut angekommen ist hier mit SM Studio, nochmal den Hinweis drauf. Ich bin Personal Trainer, Personal Coach, Ernährungsberater und Mindset Coach. Ich habe mit perversen Sachen nichts zu tun. Überhaupt nichts. Hängt man sich da rein oder was ist das? Alter. Das ist Trainingsequipment, Freunde. Das kann man nicht missbrauchen, oder? Riechen tut's auch gut. Spaß beiseite. Wir wollten einen vernünftigen Video machen, und zwar ein Video zum Thema "Ich versohle dir deinen Arsch". Nein. Video zum Thema, wenn ich jetzt krank werde und Grippe habe oder Magen-Darm-Gedöns oder was weiß ich, irgendeine Krankheit habe, halt nichts, was Höllenszenario im Kopf gibt, sondern ganz normale Krankheit, ist immer bei ganz vielen im Kopf, Hilfe, ich werde krass die Muskelmasse verlieren und Himmels Willen, mein ganzes Training ist dahin. Freunde, ja, es ist richtig, dass man natürlich dann in dem Moment, wo man jetzt 14 Tage krank ist, nicht trainieren gehen kann. In der Regel ist auch so, dass das Essverhalten dann ein bisschen aus dem Ruder gerät. Ist in der Regel auch so, dass man sich nicht so wohl fühlt, vielleicht auch manchmal Dinge isst, die man nicht essen sollte. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir auf der Waage stehen zum Beispiel und haben tatsächlich ein Kilo oder zwei abgenommen und vorm Spiegel sehen wir aus wie eine schlappe Wurst. Ja, und dann geht im Kopf das Höllenszenario durch. Oh, der Quattro-Bohle-Teufel hat mir meine Muskelmasse weggenommen. Er hat sie mir weggefressen. Die ganzen Jahre Training waren völlig umsonst. Stimmt nicht. Es ist in der Tat so, dass der Muskel weicher ist. Es ist in der Tat so, dass wir ein Kilo bis zwei weniger haben. Warum? Weil in der Regel das sogenannte muskuläre Glykogenlager, das heißt, die Muskelzelle kann Zucker einspeichern an der Muskelzelle, das muskuläre Glykogenlager. Und das wird kleiner und das Wasser geht raus. Das müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Luftballon und wenn ihr gesund seid, ist der Luftballon aufgepumpt. Und wenn ihr mal krank werdet, nach ein paar Tagen schrumpft der Luftballon ein bisschen, die Luft geht ein bisschen raus. Und somit haben wir natürlich weniger Gewebsspannung. Und somit fühlen wir uns auch nicht so prickelnd. Und dann stehen wir vorm Spiegel und denken, Alter, meine Muskelmasse ist weg, alles futsch. Nein, es ist nicht weg. In der Regel geht da auch nicht so viel an fester Muskelsubstanz verloren, sondern es ist ein minimaler Verlust. Und wenn ihr wieder gesund seid, vor allem, wenn ihr diese Zeit, wenn ihr krank seid, euch nicht verrückt macht im Kopf und nicht noch durch dieses Denken, ich habe alle Muskelmasse verloren, auch noch einen Haufen Stresshormone bildet, dann wird es so sein, dass ihr nach der Krankheit noch eine Woche, zwei braucht, wieder langsam reingleitet in das Training, wieder euch anfangt, verstärkt mit guten Nährstoffen zu versorgen. Und siehe da, schwuppdiwupp, drei Wochen später ist alles wieder so, wie es vorher war. Natürlich voraussichtlich, dass es eine normale Krankheit war. Super Szenario möchte man gar nicht haben, aber ganz normale Krankheit nach 14 Tagen Krankheit, 10 bis 12 Tage danach ist alles wieder so, wie es vorher war. Es ist nichts verloren gegangen. Null. 0,0. Und in dem Moment ist es wichtig, dass wir das im Vorfeld schon wissen, dass wir uns nicht verrückt machen. Denn alle Menschen, die regelmäßig trainieren gehen und so dieses Bodyfeeling im Spiegel und gut aussehen, der Körper muss stramm und sexy sein, die haben immer dieses Gehirnszenario, ich verliere Muskelmasse, jetzt ist die Muskelmasse alles weg. Ich habe das auch immer hier bei meinen Coaches. Du, Andreas, und ich gehe jetzt dann aber in Urlaub, 14 Tage kann ich trainieren, ich verliere alle Muskelmasse. Oder Andreas, ich bin jetzt krank und ich bin jetzt im Bett gelegen, oh Gott, alle Muskelmasse ist weg. Diese Gedanken beschäftigen manchmal diese Menschen den ganzen Tag und dabei sind diese Gedanken umsonst, denn 10 Tage, 12 Tage bis 14 Tage nach der Krankheit ist alles wieder so, wie es vorher war. Warum? Weil der Körper die Glykogenlager wieder auffüllt, weil das Wasser im Muskel wieder mehr wird. Das heißt, der Luftballon wird wieder aufgepumpt und es ist alles wieder so da, wie es vorher war, weil die Grundstruktur an Muskelmasse, die war dann nicht weg, sondern ganz einfach, der Schwamm hat sich ein bisschen zusammengezogen. Kennt ihr den Naturschwamm? Naturschwamm?
Der Naturschwamm, wir sind gesund, da ist der Naturschwamm schön gefüllt mit Wasser. Schöner, schwerer Schwamm. So, und jetzt wird der arme Schwamm krank, dann drücken wir ein bisschen drauf, dann läuft das Wasser raus und dann wird der Schwamm leichter. Und ist nicht mehr ganz so voluminös, fühlt sich nicht mehr ganz so gut an. Und dann sind wir wieder gesund, schütten wieder Wasser auf den Schwamm, der Schwamm füllt sich, dann fühlt er sich wieder schön schwer an. So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr krank seid. Diese muskulären Glykogenlager werden etwas kleiner. Die Durchblutung ist natürlich in dem Moment im Muskel nicht sehr stark, wenn wir krank sind, weil natürlich die Durchblutung in ganz anderen Bereichen ist. Wenn ihr ins Training geht und voll im Saftschein pumpt, dann ist der Muskel extrem aufgepumpt, weil er ganz viel Blut hat, natürlich. Und das fällt natürlich eine Krankheit weg. Und deswegen denkt unser kleines Gehirn, dass wir Muskelmasse verloren haben. Da weißt, haben wir gar keine Muskelmasse verloren. Und wenn wir keine Muskelmasse verloren haben, dann muss unser Gehirn auch so einen Müll nicht zusammendenken, weil das bringt nichts, dass wir im Bett liegen mit Fieber und unser Gehirn auch noch Fieber bekommt und sagt, Himmels Willen, die Muskelmasse ist alles weg. Die ganze Arbeit über Wochen, über Monate verschwunden. Ist es nicht. Alles noch da, Freunde. Alles noch hier. Keine Panik. Und wenn... 2 Wochen später ist alles wieder im alten Bereich. Deswegen, wenn ihr krank seid, dann ganz wichtig, regeneriert euch in aller Ruhe und danach ist wieder alles on point. Viel Spaß dabei!